Der BBC wird Ihnen präsentiert von Piotrowski Gebäude- und Industrieservices. Er war sowas wie die tragische Figur des Spiels. Aber auch wenn am Ende in Steve Wachalskis Hand die Entscheidung über Niederlage oder Verlängerung lag, der Grund für die Niederlage gegen Tübingen war ein anderer. Wir haben schlecht angefangen, den Start total verpennt. Wir rennen immer das Spiel ganz dahin hinterher und das ist das Problem. Eine schwache Offensive gepaart mit einer schwachen Defensive. Im ersten Viertel gelang es dem BBC in der Tat nicht, das Spiel in den Griff zu bekommen. Vor allem Dane Watts konnte Bayreuth nicht am Treffen hindern. 14 Punkte Rückstand. Warum? Keine Ahnung, ich muss mir die Videos angucken. Wir sprechen mal alles durch, wir gehen alles durch, wie wir das machen müssen, aber wir verschlafen über den Anfang. Doch der BBC wachte wieder auf und fightete zurück, gewann 3 von 4 Vierteln. War natürlich gerade im ersten Viertel keine gute Leistung von uns, haben da gleich 32 Punkte zugelassen, was einfach zu viel ist. Sind dann besser ins Spiel gekommen, in der zweiten Halbzeit haben wir zurückgekämpft. Im letzten Viertel war es Pete Campbell, der mit 2 Dreiern an den BBC wieder heranbrachte. Der einst 14 Punkte Rückstand schrumpfte auf 3 zusammen. Und dann begann die Geschichte des Steve Wachalski. Mit diesem Dreier schaffte er den frenetisch umjubelten Ausgleich. Und dann hatte er mit 2 Freiwürfen die Chance, die abermalige 2-Punkte-Führung der Tübinger zu egalisieren. Der erste saß. Der zweite allerdings ging 30 Sekunden vor dem Ende daneben. Doch Vorwürfe sind definitiv unangebracht. Also man darf da nicht einem die Schuld zuschieben, denn wir haben viele Fehler gemacht. Das kann jedem Spieler passieren, dem besten Spieler der Welt verwirft mal einen Freiwurf. Wie gesagt, er hat uns auch rangeschossen. Ja, ich würde sagen, tut mir natürlich leid, aber das ist Basketball und die Bedingungen müssen rein auf jeden Fall, sind Freiwürfe, hab den letzten verschossen und ja, so ist das. Schlussendlich waren es Turnovers wie dieser, der hohe Rückstand aus dem ersten Viertel und die Tatsache, dass der BBC den 1-Punkte-Rückstand trotz Ballbesitzes in den letzten 20 Sekunden, der in einer Auszeit exakt geplant wurde, nicht mehr in einen Vorsprung umwandeln konnte. Die Aktion verpuffte irgendwie hektisch. Doch auch diese Niederlage hat etwas Positives. Wir spielen eigentlich keinen schlechten Basketball. Also wie gesagt, das Problem ist einfach, wir müssen uns wirklich darauf konzentrieren, dass wir den Start nicht verpennen. Und wenn wir von Anfang an so spielen, wie wir im dritten, vierten, zweiten Viertel gespielt haben, phasenweise, dann wären es, glaube ich, noch nicht mal enges Spiel. Dann hätten wir, glaube ich, hier mit 10 gewonnen, glaube ich. Aber der Start hat uns wieder die Knie gebrochen. Einer für alle, alle für einen. Der BBC, er kann das. Er sollte es aber tun über die kompletten 40 Minuten und nicht nur über 30. Dann könnte das nächste Spiel wieder für Bayreuth enden. Piotrowski Gebäude und Industrieservices. Wir bringen alles ins Reine.